Der Typ hier soll 1 Milliarde geklaut haben. Euer Geld, weil Steuergeld. At one point I had 3 Ferraris and they were my weekend cars. Von der Kohle lebte Sanjay Shah ganz gut hier in Dubai. Und nicht nur er. Wir wissen, dass ein paar von den Ex-Steuerräubern sich hier überall so kleine Villen gekauft haben. It's more or less the size of my villa there. This one with the basketball complete. Was er gemacht hat? Cum-Ex-Geschäfte. Ein sehr aggressiver Steuertrick. Jetzt sollen die mutmaßlichen Cum-Ex-Gangster vor Gericht. Ist der Steuerraub also vorbei? I would immediately get involved in this business again. Mein Kollege Oliver und ich wollen nach Dubai einen mutmaßlichen Steuerräuber treffen. Der sollte eigentlich vor Gericht stehen. Wir beschäftigen uns schon seit ein paar Jahren mit diesen Cum-Ex-Geschäften. Vor allem Oliver. Er schleppt immer wieder Sachen an. Zum Beispiel diese geheime Liste. Darauf mehr als 700 Beschuldigte, gegen die allein in Deutschland wegen Cum-Ex ermittelt wird. Anwälte, Topbanker, Vorstände. Alle haben offenbar mitgemacht. Lange war nicht klar, ob man Cum-Ex-Deals wirklich bestrafen kann. Doch jetzt schlägt der Staat zurück. Undurchsichtige Cum-Ex-Geschäfte sind als Steuerhinterziehung strafbar. Nach dieser ultimativen Ansage des Bundesgerichtshofs besteht die Hoffnung, dass endlich Milliarden in den Staatshaushalt fließen. In einem ersten Prozess in Bonn wurden 2 Händler deswegen bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt. Haben die mutmaßlichen Cum-Ex-Gangster jetzt Schiss? Diese Frage wollten wir schon häufiger mal mit Cum-Ex-Beschuldigten klären. Doch meistens hatten die keine Lust. Herr Berger, ich würde mich einfach gern mit Ihnen treffen. Hat er aufgelegt? Hallo. Hi, I'm a journalist and I'm looking for Mr. Paul Maurer. Schönen guten Tag, Herr Oliarius. Christian Zalewski, NDR, hallo. Und ich brauche von meiner Einschätzung, die Sie ja kennen, kein Deut abzuweichen. Brauche ich nicht. Dieses Mal hat sich jemand gefunden, der mit uns sprechen will. Nach monatelanger Überzeugungsarbeit. Sanjay Shah. Unsere Liste von Cum-Ex-Beschuldigten zeigt, gegen ihn wird in Verbindung mit 3 Verfahren ermittelt. Kaum einer war so umtriebig wie er. Er soll deutsche, aber auch belgische und vor allem dänische Steuerzahlende beraubt haben. Bereut er inzwischen? Dass er jetzt ein Interview geben will, ist eine ziemliche Sensation. Deswegen wäre Tonequipment auch eine gute Sache. Leider sind Teile davon noch in Hamburg. Aber hey, noch ist ein bisschen Zeit bis zum Interview. Für mutmaßliche Steuerräuber haben die Vereinigten Arabischen Emirate übrigens einiges zu bieten. Vor allem, sie liefern nicht aus. Es ist wirklich unfucking fassbar unangenehm. Aber welcher Idiot kommt auch mitten im August nach Dubai? Das sind nur wir. Na, und? Überzeugt, dass wir doch herziehen? Das hier ist die Palme und das sind die einzelnen Palmwedel. Wir wissen, dass ein paar von den Cum-Ex-Steuerräubern sich hier überall so kleine Villen gekauft haben und jetzt in diesem goldenen Käfig hier wohnen. Und ein paar von denen können, zum Beispiel Sanjay Shah, kann eigentlich fast nirgends sonst hinreisen, weil er sonst befürchten muss, dass er verhaftet wird. We don't need a camera, we need sound equipment. Like what kind of sound equipment do you need? Do you know? Like wireless microphones. Let me check if we have that here with us. If not, I will recommend you one location. Okay, thank you. One area, okay? Thank you. Thank you. Thank you, Papa. Zeit, um euch schnell mal den Cum-Ex-Trick zu erklären. Einmal konzentrieren, bitte. Es geht immer um eine Steuer, die man sich erstatten lässt, obwohl einem das nicht zusteht. Dazu braucht man Aktien. Jedes Jahr an einem bestimmten Tag, dem Dividendenstichtag, bekommen die Eigentümerinnen und Eigentümer einer Aktie Geld, die sogenannte Dividende. Darauf muss man eine Steuer zahlen, die man sich unter Umständen erstatten lassen kann. Jetzt haben die Cum-Ex-Beschuldigten sich etwas einfallen lassen. Sie haben eine Aktie über den Stichtag hin und her gehandelt, sodass es aussah, als wären es mehrere Aktien. Jetzt holten sie sich auf jede der erfundenen Aktien die Steuererstattung. Den Gewinn hat man geteilt. Da man mit sehr vielen Aktien gehandelt hat, kam ordentlich Gewinn zusammen. Knappe Kiste, aber wir konnten doch noch Tonequipment auftreiben.
fehlt nur noch der mutmaßliche Cum-Ex-Räuber. Das ist so super vorbereitet. Gib Manuel mal eine Massage. Das kann gar nicht schief gehen. Ja, ja. Und da kommt tatsächlich Sanjay Shah. Ermittlungsbehörden aus ganz Europa würden jetzt gerne mit ihm sprechen und ihn befragen. Warum zum Teufel spricht er mit uns? Er fühlt sich vorverurteilt und will uns seine Perspektive auf den Steuerraub erzählen. Aber erstmal eine wichtige andere Frage. How much did you make? I made is hard to tell because I've kind of lost track of it sounds ridiculous, but I've lost track of how much money I made because I was paying people. I also invested money. I lost money. I made in excess of half a billion euros. Yeah. Half a billion. Yeah. And I still have those assets. You still have those assets. Yeah. Aus Sicht der Ermittlungsbehörden soll er mit seinen Firmen sogar sagenhafte 1,4 Milliarden Euro erbeutet haben in verschiedenen europäischen Ländern. Yes. Shah gilt als derjenige, der Cum-Ex am dreistesten angewandt hat. In der Branche ist er deshalb bekannt, bis heute bestens vernetzt. Was hört er? Hat die Branche jetzt Angst? Ist der Raubzug vorbei? I got to tell you that when I believe I'm going to be clear of this soon, maybe in a year or two. When I am, I will be back in business and I will be pursuing these types of trades. And it's not difficult. Just pick a phone up to a lawyer or go to a recruitment firm and say, Who are the guys who are making money? For the record, if I had the ability to run a business, I would immediately get involved in this business again. And that's my plan. My plan is to get involved immediately. I've got the recipe. Und das geht so. Es gibt immer eine Lücke im Gesetz, mit der man Geld machen kann. You know, you can tighten the rules. But unfortunately, smart people will say, oh, okay, I know I have to just do something slightly different in order to get around it. I mean, great example. I can say to my daughter, you can go out, but you have to be home before midnight. And she can come home 1 minute before midnight, but then 1 minute after midnight, she goes back out. And I can say, what did you do? I told you to be home. She said, yes, I did come home before midnight, but you didn't tell me I can't go out after. Do you understand that German or Danish taxpayers are furious that it's their money that is being spent here? They could be furious, but what I would say to them is that why don't you ask your government why they didn't close the loophole? I can say, well, at the time, the law allowed me to do that. So my view is yes, it's a shame, but don't blame me. First of all, I'm not the only one who is participating in this business. Secondly, if there's a problem, the government should be fixing it. Warum fühlt sich der Mann so im Recht? Erst 2012 hatte die Bundesregierung Cum-Ex-Geschäfte eindeutig und explizit verboten. Shah und andere glauben, bis dahin hätten sie den deutschen Staat zu Recht bestohlen, weil der einfach zu doof war, es zu verbieten. Das sieht man hier anders. Das ist der maximale Kontrast zu Dubai hier. Deutsche Behörden sagen, Cum-Ex-Geschäfte waren schon immer strafbar. Alle hätten gewusst, dass der Gewinn aus der Steuerkasse kam und hätten dafür Steuererstattungen erfunden. Ah, das ist auch ein traumhafter Teppich. Und tatsächlich wurden bereits erste Cum-Ex-Täter verurteilt. Auch dank der Oberstaatsanwältin Anne Brohilke. Niemand sonst hat so viele mutmaßliche Steuerräuber auf dem Zettel. Darunter auch Sanjay Shah. Sie weiß, warum Leute wie er weiter glauben, sie seien im Recht. Das kann man sich natürlich auch alles wegrationalisieren, ne? Und schönreden und sagen, das ist so legitim und bla bla bla. Und fühle ich mich halt besser, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Aber das Ziel ist immer klar, wie kriege ich diese Tax-Rates so zusammengebaut, dass ich da möglichst viel Geld rausziehe. Und das ist ja nun auch wahnsinnig profitabel gewesen. Warum also damit aufhören, wenn ich damit nicht auffalle? Also da denkt jetzt ein Strukturierer bei einer Investmentbank nicht anders als ein Ladendieb, ne? Warum damit aufhören, wenn das so einfach ist? Anne Brohilker kämpft einen ungleichen Kampf. Sie ermittelt noch gegen hunderte Beschuldigte. Und die Ermittlungen sind aufwendig, ihre Mittel begrenzt. Während sie hier in Köln-Sülz zehntausende Seiten Akten füllt, sitzen die mutmaßlichen Täter hier, in der City of London. Und sie haben scheinbar unendliche Ressourcen. Hier hat auch Shah sein Handwerk gelernt, unter anderem bei einem Mann namens Paul Mora. I learned a lot from Paul Mora, so I looked up to him. Well, you know, actually physically looked up to him, but I thought he was a smart guy.
Auch Paul Mora taucht mehrfach in unserer Liste auf. Auch er soll wie Shah viele Millionen mit Cum-Ex abgezockt haben. Schon früh waren wir auf Mora aufmerksam geworden. So haben wir ihn uns damals vorgestellt. Mein Kollege Christian hatte damals nach ihm gesucht. In London gehörte dem Banker offenbar sogar ein schickes Restaurant. Angeblich haben die Cum-Ex-Trader hier ihre Erfolge gefeiert. Der Cinnamon Club. Christian Zaleski from German television. And we've been told that this place was partly owned by some very successful stock traders. It used to be. Used to be. Okay. Praktisch. Hier konnten die Trader ihre Deals einfädeln und direkt begießen. Aus Ermittlungsakten wissen wir ein paar Dinge über die Trader, die sich hier trafen. Einer brüstet sich in einer E-Mail, er könne sich eine Steuer bis zu 10-mal erstatten lassen, ohne sie je gezahlt zu haben. Also unser wilder Trader Paul Mora, von dem wir schon so viel gehört haben, den wir jetzt hier auch suchen, in London, der war hier bis vor 2 Jahren, bis vor 1,5 Jahren Geschäftsführer. Im Handelsregister gab es günstigerweise noch eine Adresse von Mora. Idyllisch gelegen, östlich von London. I'm a journalist and I'm looking for Mr. Paul Mora. I'm looking for a man named Paul Mora, who used to live next door, I guess. Hello, is this Mrs. Mora? Hi, my name is Christian Zaleski. I'm a German journalist and I'm trying to reach your husband. Okay, but could you maybe forward my interest to talk to him? Leider waren wir nicht sonderlich erfolgreich. Mittlerweile suchen nicht nur wir Paul Mora. Es gibt einen internationalen Haftbefehl. Jetzt wissen wir, wie er wirklich aussieht. Und wir wissen, Mora soll Cum-Ex-Geschäfte in Millionenhöhe gemacht haben. Er müsste sich eigentlich vor dem Landgericht Wiesbaden verantworten. Aber er will nicht. Mora lebt jetzt wieder hier in Neuseeland. Seine Heimat, die ihn bisher nicht ausliefert. Wir bitten unseren neuseeländischen Reporterkollegen Martin, mal nach Mora zu schauen. Er weiß, wo Mora wohnt. In einer Villensiedlung am Rande von Christchurch. This is Paul Mora's address in the hills above Christchurch, overlooking the sea. We don't know if he lives here all the time, and he might have other places to stay. But today, we could be lucky. Hello, Mr. Mora. Are you there? Hello? Leider doch kein Glück. Paul Mora lässt später schriftlich ausrichten, er sei nur einer von vielen gewesen, die Cum-Ex gemacht haben. Wie Shah und viele andere behauptet er bis heute, alles war legal. Mora hält den Haftbefehl deshalb auch für übertrieben, glaubt in Deutschland kein faires Verfahren zu bekommen. Staatsanwalt Christoph Weinbrenner hat den Haftbefehl erwirkt. Gerne würde er Mora vor Gericht bringen, denn in dem Fall steckt eine Menge Arbeit. Natürlich eine der größten Herausforderungen in Wirtschaftsstrafverfahren dieser Größenordnung sind die enormen Datenmengen, die sie bewältigen müssen. Und das führt einfach dazu, dass die Ermittlungen wahnsinnig zeitintensiv sind. Und das sind ganz komplexe Aktientransaktionen, die in diesen Fällen praktiziert wurden. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass man aus diesen Fällen lernt und früher entsprechende Maßnahmen ergreift, um das eben zu verhindern. Für Ermittler wie Weinbrenner, aber auch für uns wäre es natürlich schön, wenn der Steuerraub vorbei wäre. Aber ihr habt es ja gehört, Shah sagt, so richtig gut sieht es nicht aus. Und das, obwohl der Staat die Gesetze eigentlich schon angepasst hat. Vor einiger Zeit waren wir in London für ein kleines Experiment. Oliver und Christian gaben sich als die Milliardäre Otto und Felix aus. Auf der Suche nach lukrativen Investments mit einer Suite im schicken Hotel Shangri-La, die wir mit ein paar versteckten Kameras ausgestattet hatten. Wir erwarteten einen besonderen Gast, einen verdächtigen Händler, von dem es hieß, er mache immer noch dubiose Steuergeschäfte, obwohl Cum-Ex damals angeblich schon durch ein Gesetz beendet wurde. Und dann kam der Händler und versprach Millionen Profite aus Steuergeld. You think Cum-Ex going on? I wouldn't say it's not. There's, so for example, I got presented an ADR trade, which was ultimately Cum-Ex. ADR also. Das sind vereinfacht gesagt US-amerikanische Ersatzpapiere für Aktien. Und auch sie lassen sich für Cum-Ex nutzen.
Geht der Steuerraub damit weiter? Wir zeigen Shah unsere Recherchen. Der Händler war früher ein Mitarbeiter in Shahs mutmaßlicher Cum-Ex-Firma Solo Capital. Oh yes, yeah, yeah. I know who this guy is. Yeah, he used to work for me. He was somebody who I hired. Back then he was a very trusted colleague and or trusted employee. Now he's a good friend. After Solo Capital collapsed, he was free to go and do what he wanted. And I think he just took some ideas that he had or found and pushed, promoted them. Do you have any understanding of this ADR trade? Yeah, I've read about it, and I remember people were trading ADRs, but I didn't get involved because I just didn't have the capacity to. But I think I would have if I had the opportunity. I would have explored it, like with everything, either it's legal or illegal. Also, wir haben uns diese ADRs mal genauer angeschaut. Und im Prinzip funktionieren die genauso wie beim klassischen Cum-Ex. Man muss um den Dividendenstichtag einfach gigantische Mengen Aktien handeln. Und das müsste eigentlich auffallen. Und deswegen haben wir uns das mal genauer angeschaut. Und dabei ist uns Folgendes aufgefallen. Man sieht hier eindeutig, dass rund um den Dividendenstichtag gigantische Mengen Aktien gehandelt werden. Und zwar viel mehr als an den anderen Tagen. Ein eindeutiges Signal, dass mit diesen Geschäften nur Steuern erstattet werden sollen, die nie bezahlt wurden. Wir zeigen unsere Recherchen Alexander Heist. Er hat mal als Wirtschaftsprüfer und bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet und Ermittlungsbehörden beim Kampf gegen Cum-Ex beraten. Da treffen sie halt sehr genau. Dividendenstichtag bei BASF, bei Bayer trifft genau. Ja, erschreckend. Ja, ja, bei Deutsche Kind. Hier, E.ON. Es ist ein exakter Treffer auf dem Dividendenstichtag. Sowas passiert ja nicht ohne Grund. Also diese Transaktionen kosten Geld. Und dass man das einfach aus einer Laune heraus macht, das kann man, glaube ich, a priori ausschließen. Ja. Das, ganz wichtig, geschieht eben nicht im luftleeren Raum, sondern diese Umsätze, dafür braucht es jemanden auf der einen und auf der anderen Seite. Also wir brauchen zwei, Angebot und Nachfrage, die kaufen und verkaufen. Das werden die Personen nur tun, wenn es da Geld zu verdienen gibt. Mhm. Wenn dieses Geld nicht zu verdienen ist aufgrund von einer wirtschaftlichen Entwicklung, dann finden wir uns eben mit dem Motiv, okay, ein Dritter finanziert den Gewinn aus unserem Geschäft. Und das ist dann der Start. Deswegen muss sie wieder ran. Wir haben anfangs Verdacht, dass es neue Modelle gibt. Die Anhaltspunkte, die wir im Moment sehen, sind eben das Handelsvolumen über ein Stichdach. Das erscheint mir wirklich absolut signifikant zu sein und erschreckenderweise eben ähnlich wie in den Jahren davor. Die Einschätzungen sind, dass dieser ADR-Schaden in die Milliarden gehen könnte. Wie schätzen Sie das ein? Scheint mir jetzt nicht unplausibel zu sein. Es gibt also schon wieder möglicherweise einen Milliardenschaden durch sowas Ähnliches wie Cum-Ex. Und das, obwohl eigentlich die Geschäfte schon lang vorbei sein sollten. Warum sind gefühlt die Täter bei den steuergetriebenen Geschäften nach Ihren Beobachtungen, nach Ihren Ermittlungen immer einen Schritt voraus? Ja, weil die nichts anderes machen, als sich solche Dinge auszudenken. Steuerräuber lassen sich also immer neue Tricks einfallen. Erst Cum-Ex, dann ADR. Es geht immer weiter, denn der Staat ist immer einen Schritt langsamer. Manchmal sogar extrem langsam. Denn es gibt noch einen weiteren Trick, der nennt sich Cum-Cum. Dabei verleiht eine ausländische Bank ihre Aktien kurz vor der Dividendenausschüttung an eine deutsche Bank. Diese lässt sich die Kapitalertragssteuer erstatten, auf die das ausländische Institut keinen Anspruch hätte. Beide teilen sich den Gewinn. Und das Krasse dabei ist, da haben wirklich fast alle mitgemacht. Und deswegen ist auch ein gigantischer Schaden entstanden. Wie groß der ist, haben wir mit Professor Christoph Spengel von der Uni Mannheim errechnet. Gemeinsam mit seinem Team, Korrektiv und Medien aus 15 Ländern, haben wir überlegt, wie man das am besten anstellt. So, we try to put as much accuracy and as much that being conservative into these numbers as well, because obviously nobody wants to be wrong about it or be like over dramatic. Am Ende ist es doch dramatisch. Durch Steuertricks haben Staaten weltweit mindestens 150 Milliarden Euro verloren. Davon entfallen nur 10 Milliarden auf Cum-Ex und ADR und sagenhafte 140 Milliarden auf Cum-Cum. Und wer hat da auch mitgemacht? Unser Freund Sanjay Shah. Er hat den Cum-Cum-Trick bei großen Banken gelernt. When I was working in Morgan Stanley, I first got an idea of the so-called dividend trades.
So when I was at Credit Suisse, I'd been there for a short amount of time. I learned about the motivation behind stock lending. I ended up moving to ING, where I was asked if I could bring my knowledge from Credit Suisse and implement what were then known as dividend trades. There was the dividend arbitrage business, whether you call it cum-cum business or dividend arbitrage. If something was illegal, it maybe would have been possible to do it once. But this is an activity that took place over years, maybe decades. Wir haben die genannten Banken natürlich angefragt. Die wollten dazu nichts sagen. Über Jahrzehnte galt Cum-Cum offenbar als ein normales Geschäft. Trotz hoher Steuerverluste für den Staat schienen die Cum-Cum-Deals legal. Was ein bisschen ärgerlich ist, jede Menge Expertinnen und Experten haben jahrelang gewarnt, zum Beispiel hier im Finanzausschuss. Auch Oliver war hier eingeladen, um unsere Rechercheergebnisse vorzustellen. Dazu noch Rechtsanwalt Heist und Steuerprofessor Spengel per Videoschalte. Cum-Cum haben wir gesehen, das läuft bis heute noch. Ja. Anlass zur Sorge gibt das Handelsvolumen über den Dividendenstichtag. Und insofern bin ich mir sicher, dass es sich um steuergetriebene Geschäfte handelt. Unsere Recherchen wurden dann auch bestätigt von der Europäischen Aufsichtsbehörde Ende 2018 im Zwischenbericht. Marktbeobachtungen haben gezeigt, dass die Geschäfte weitergehen. So, jetzt endlich, nach sehr vielen Jahren, hat das Bundesfinanzministerium endlich mal klargestellt, dass diese Geschäfte grundsätzlich missbräuchlich sind. Dafür hat sie ein Schreiben aufgesetzt und jetzt könnte es sein, dass diese Geschäfte endlich mal vorbei sind und eventuell sogar Gelder zurückgeholt werden. Aber warum lässt sich der Staat so ausnehmen? Gibt es da nichts, was man tun könnte? Die Cum-Ex-Ermittlungen, die ja noch lange nicht abgeschlossen sind, die waren und sind sehr personalintensiv. Wenn sie nicht genügend Ermittler haben, genügend Steuerfahnder oder Polizeibeamte, dann wird das scheitern. Also entweder man schafft das Ganze komplett ab, was ich mir nicht vorstellen kann, dass das realistisches Szenario ist. Das wäre natürlich das Einfachste zu sagen, wir machen einfach überhaupt keine Dividendentrades mehr. Warum? Ihr könnt das ganze Jahr handeln, ihr müsstet ja nur nicht über den Dividendenstichtag tun. Das könnte man sich natürlich überlegen. Aber dann würde man den Investmentbanken ein ganz wesentliches Standbein wegnehmen. Und das ist die Frage, ob das politisch gewollt ist. Unfortunately, money attracts smart people. Unfortunately, people who work in governments, they are civil servants. They're not the rocket scientists that investment banks can hire. So unfortunately, we are in this cat and mouse game where there will always be the banks and the hedge funds will always be one step ahead. Es ist bitter. Banker wie Sanjay Shah sind schlau. Sie sind immer einen Schritt weiter. Und so will auch Shah bald wieder loslegen und sich seine Ferraris zurückholen. At one point I had three Ferraris. They were my weekend cars. But all of those went when the money got frozen. I don't feel too sad because I know one day I'll come back when I'm out of my legal case. And I look forward to going car shopping. Was glaubt ihr, was müsste denn passieren, damit wir diesen Steuerraub wirklich mal in den Griff kriegen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns darauf, mit euch zu diskutieren. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie das damals in London abgelaufen ist mit unserem Undercover-Stunt, den haben wir euch hier oben nochmal verlinkt. Und hier unten originale Kriminalfälle von unseren Kolleginnen und Kollegen von Schuld und Sühne. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch nicht das nächste Mal, wenn wir wieder Steuerräubern auf den Geist gehen.